Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Eltas oder einfach nur Marc und Activision Blizzard hat seine Zahlen für das erste Wirtschaftsquartal 2020 veröffentlicht. Und diese Zahlen, muss ich sagen, lesen sich gar nicht mal so schlecht, wirklich. Blizzard kommt sogar ziemlich gut dabei weg, muss man sagen. Denn, und jetzt gehen wir, ohne Scheiß, wir gehen einfach mal direkt jetzt in den Artikel rein. Activision Blizzard hat 102 Millionen Monthly Active Users verzeichnen können und diese sind, by the way, hier MAUs genannt, also das ist so die Abkürzung dafür. Im Vergleich, das Quartal 4 von 2019 hatte 128 Millionen, aber, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, Blizzard selbst, also Blizzard Entertainment, es ist ja nur ein Teil von Activision Blizzard, ne, es gibt ja noch King und COD und den ganzen Kram. Blizzard selbst hat 32 Millionen MAUs, also im Prinzip genauso viel wie im Q4 aus 2019. Unterm Strich ist Activision Blizzard von der Spielerzahl im Prinzip geringer geworden, WoW konnte sich aber halten. Das hat sich dann auch in einem Umsatz von 452 Millionen US-Dollar gezeigt. Und WoW war davon einer der Hauptfaktoren. Nachdem die WoW-Spielerzahl sich im Q4 2019 nahezu verdoppelt hat, sind die Zahlen in Q1 2020 noch weiter angestiegen. Vergleichen wir also mal die heutigen Zahlen mit der Anzahl an WoW-Subscribern aus dem letzten Jahr, dann hat sich das wirklich mehr als verdoppelt. Meiner Meinung nach gibt es dafür sogar recht viele Gründe. In WoW, und by the way, das hat auch Blizzard selbst angeführt, gibt es zurzeit einfach so viel Content wie noch nie. Classic ist released und liefert regelmäßig Content-Updates. Retail-WoW bringt auch regelmäßig neue Inhaltspatches. Es gibt also wirklich mehr als genug Content für die WoW-Fans da draußen. Und das spiegelt sich dann auch im Endeffekt in den Zahlen wieder. Aus dem vierten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020 kann man also wirklich sagen, dass WoW Classic der World of Warcraft einen zweiten Frühling beschert hat. Ganz ehrlich, und jetzt streue ich immer so ein bisschen meine eigene Meinung dazu, ich glaube einfach, dass durch diese unglaubliche Leistung von Vanilla WoW, also was jetzt die Subscriber angeht, TBC wirklich so gut wie hundertprozentig sicher ist. Ganz ehrlich, wir alle wissen, wie geldfixiert Activision Blizzard ist und deswegen dieses Geld werden die sich sicherlich nicht entgehen lassen. Wenn ihr jetzt auch mal so ein bisschen über die anderen Produkte von Activision Blizzard lesen wollt, ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt euch mal durchlesen. Ich finde, by the way, so die Verkaufszahlen relativ interessant wirklich. King ist mal wieder, glaube ich, der Topseller und wer es nicht weiß, King ist für sowas zuständig wie Candy Crush, also diese ganzen Mobile Games und das wirft, glaube ich, für Activision Blizzard fast mit am meisten Kohlen ab. Also das ist wirklich beeindruckend, ist für die Leute, die sich dafür interessieren, könnten diese ganzen Statistiken echt interessant sein. Wie gesagt, Link dafür unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse habt, schaut da mal rein. Ihr könnt jetzt aber mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so über diese ganze Sache denkt. Wirken sich diese erhöhten Subscriber-Zahlen auch so ein bisschen aufs Ingame-Leben aus? Ich persönlich kann ja nur in letzter Zeit davon sprechen, was ich so in Classic erlebt habe. Und ganz ehrlich, da sind die Server proppevoll wirklich. Es gibt abends in der Woche Warteschlangen auf Everlook und das ist nicht mal der größte deutsche WoW-Classic-Server. Ich habe auch von ein paar Freunden gehört, dass zurzeit in Retail ziemlich viele Leute unterwegs sind. Deswegen, wie gesagt, zu dieser ganzen Sache könnt ihr mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Würde mich ja wirklich interessieren. WoW scheint wirklich ein bisschen mal wieder so eine Aufkurve zu haben und das finde ich ziemlich gut. Falls ihr aber noch kein Abonnent von diesem Kanal hier sein solltet, dürft ihr das natürlich auch noch sehr gerne nachholen. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der dem Team joint, wirklich. Wie gesagt, euer Support in letzter Zeit ist wirklich mega krass. Ich weiß, es sind ein bisschen weniger Videos gekommen als sonst, aber eure Likes, eure Kommentare, die ganzen Abos, die dazu kommen, ohne Scheiß, ihr seid wirklich richtig geil. Danke dafür. Wie gesagt, wenn ihr auch noch subscriben wollt, ich würde mich wirklich freuen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dürft ihr natürlich auch noch sehr gerne ein Like da lassen, folgt mir auch noch auf Social Media, vor allem auf twitch.tv/zetasgaming für Livestreams, joint meiner Battle.net Community oder auch meinem Discord-Server, wenn ihr rund um den Kanal immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Links dafür gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, aber meine Freunde, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei Classic oder Retail zocken, was auch immer, gibt anscheinend zurzeit genug zu tun. Haut da rein, meine Freunde. Tschüssi.